Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Liebende, mein Name ist Urs Wieghoff, ich bin der Medi-Urs. Heute kommen wir zum zweiten Teil zum Thema DIN-Verbandgästen. Und wie es so schön in der medizinischen Kochsendung heißt, ich habe da mal was vorbereitet. Diesen Verbandkasten, meine Damen und Herren, den habe ich selber gekauft, habe den selber bezahlt. Und der Unterschied zu dem Pkw-Verbandkasten ist, dass dieser hier nach DIN 13157C für Betriebe ist. Das gute Stück ist original verpackt und verschweißt. Hier haben wir den wunderschönen Wandhalter dazu. Die Berufsgenossenschaften möchten seit 2011 das Thema Tourniquets und Traumabandagen und all das ganze Gelumpe und Geraffel wieder in die Leinausbildung haben. Es ist 2015 bei der großen Novellierung eingeflossen. Nö, ist es nicht. So, wir schreiben das Jahr des Herrn 2024. Und wir wollen uns jetzt mal angucken, was von diesem wahnsinns tollen, fancy Geraffel hier alles drin ist. Denn dieses Ding ist nicht wirklich günstig. Ich habe euch beim Pkw-Verbandkasten gezeigt, da war eine ganze Menge drin, was sehr, sehr viel nichts getaugt hat. Und jetzt gucken wir uns an, was hier so drin ist und was das alles taugt. Und vor allem, was nicht. Habt ihr Bock? Los geht's. Da das gute Stück in so liebevoll verpackt, werden wir ihm erstmal seinen Schlafanzug entledigen. Machen wir die FIFA-Folie raus. So, danke. Ablage rund. Eigentlich bräuchten wir irgendwie einen Trommelwirbel oder so, ne? Ich kann es kaum erwarten. Ich werde ganz wuschig bei dem Gedanken. Und da ist es nun. Ein Inhaltsverzeichnis. Gleich in mehreren Sprachen. Eine erste Hilfeanleitung, die sich in einer Extremsituation mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit und vor allem auch in mehreren Sprachen, wo eins ist nicht. Also wir haben die erste Hilfeanleitung in Deutsch, in Englisch, in Französisch und in Italienisch, Italienisch. Na? Ganz, ganz wichtig, sind diese wundervollen Masken. So, was ist denn jetzt hier so an wahnsinnig tollem Equipment drin, was da so irgendwie... Nichts. Also versteht mich ruhig bitte richtig falsch. Hier ist wahnsinnig viel Geraffel drin. Wundreinigungstücher, glaube ich, ne? Ja. Nee, viel besser Hygienetücher. Feuchte Reinigungstücher. Also ich mache mal hier wieder so Santiago de Compostela Staufen. Diese Masken hier, Leute, wirklich nur für Fans. Feuchttücher. Na, Alter. Ein einmal Full-Pack. Tut euch selbst den allergrößten Gefallen. Und packt das bitte in eine Lock-in-Lock-Box. Das ist auch nicht schlecht. So ein Coolpack, so ein einmal Coolpack ist wirklich gut. Das sind so für Augen zum drauf
Verbandtuch kann man auch mögen, muss man aber nicht. 3 Kompressen 10x10. Okay, Kompressen sind gar nicht schlecht. Verbandtuch muss man Fan von sein. Wir packen es da mal hin. Diese Augenteile, wenn ihr 10x10 Kompressen habt, sind eigentlich... Ich verstehe es nicht. Aber Fixierbinden. Ich muss mal kurz einen Satz Augen aufsetzen. Verbandpäckchen klein. Verbandpäckchen mit dünn. Das ist nochmal mit dünn. Und das ist große Verbandpäckchen. Was ich von den Verbandpäckchen gehalten habe beim PKW-Verbandkasten, das Video dazu gebe ich euch herzlich gern hier nochmal. Ziplock-Beutel. Jetzt bitte gut aufpassen. Die behalten wir nämlich. Also die hier bleiben weg. Das hier wird unser Stapel mit dem schönen Material. Ein paar Schrauben und Dübel zum Anbringen von dem Kasten oder vielmehr von dem Halter. Nicht der teuerste, aber der wertvollste Gegenstand in diesem Kit. Auch wenn ich die hier eher mit einem roten Griff bevorzuge, aber sie im Body spacken wird auf Haufen. So, das ist ein Pflasterkit. Pflaster kann die Menschheit eigentlich auch nie genug haben und deswegen haben wir gleich mehrere oder verschiedene davon. Und da haben wir nämlich einmal das mit so Pflasterstreifen und da haben wir größere, dass wir uns irgendwie Fingerkuppenverbände und so selber schnitzen können. Die gibt es übrigens auch für die Betriebsverbandkästen tatsächlich als an. Ein Fließstofftuch. Eine Rettungsdecke. Das ist immerhin besser als nichts. Zwei von den Lieblingsdreiecktüchern in Kunststoff. Und auch dazu habe ich mich schon mal ausgekaspert. Ein Hauch von nichts an Klebestreifen. Dafür irgendwie so einen großen Klumpen Handschuhe. Und 4 Fixierbinden. Also von dem Geraffel, was wir im PKW-Verbandkasten hatten und was einfach nicht brauchbar war, von dem nicht brauchbaren haben wir hier gleich noch viel mehr drin. 13 Jahre nachdem die Berufsgenossenschaften gesagt haben, wir wollen ganz gern Traumabandagen und Tourniquets in die Leinenausbildung haben. Und von dem Kram ist 14 Jahre später nichts drin. Gar nichts. Es ist... Leute, das ist so erbärmlich, das ist schon fast wieder lustig, ey. Gütiger Glückskeks. Ist eine Splitterpinzette drin. Da sich ja nun die Damen und Herren Handwerker eventuell auch mal an Holz, an Splitter ins Holz splittern. Und es ist gesellschaftlich nun mal nicht angekommen, dass der gemeine Tischler oder Zimmermann an sich erstmal zum Stechbeitel greift und sich da irgendwie den halben Finger aus. Ich kapiere es nicht, ey. Es könnte so einfach sein, ey. Ich kriegt die Motten alle.
Und Leute, guckt euch das mal bitte an, ne? Das hier ist unser Haufen, wo ist gutes Material. Und das hier ist zwar materiell anwesend, aber im Grunde alles scheiße. Und dafür, dass der so umfangreich gepackt und so wahnsinnig viel drin und wirklich nicht günstig ist. Ich gebe euch mal einen Link unten in die Videobeschreibung, wo ihr mal euch einfach so eine Geschmacksprobe holen könnt, was sowas kostet, wenn man sich das kauft. Und wie gesagt, wir haben uns das, oder ich habe mir das selber gekauft, weil ich genau dieses Video dazu drehen wollte, weil ich euch gesagt habe, dass ich mich drum kümmere. Und ich kümmere mich. Das meine ich ernst. Aber das ist für'n Arsch. Es ist richtig für'n Arsch. Gütiger Glückspilz, ey. Kein Tourniquet. Keine Traumabandage. Also im Grunde ein Verbandpäckchen in zeitgemäß. Keine komprimierte Gase. Dreiecktücher, die eigentlich die Bezeichnung nicht verdienen. Ich weiß nicht, bin ich da der Einzige mit so einem Granatsplitter im Frontallappen oder bin ich der Einzige, der das so scheiße findet? So, und aus Gründen der fachlichen Fairness, meine Damen und Herren, gucken wir uns jetzt mal eine alte Naive an. So, Sirs. Damit wir uns mit dem Unbrauchbar-Kram erst gar nicht mehr großartig abzappeln. Tschüss, danke fürs Mitspielen. So, Kenners. Wie es so schön in der Kochsendung heißt, ich habe da mal was vorbereitet. Hat witzigerweise eine ganz ähnliche Abmessung. Und das hat durchaus seinen Sinn. Da haben wir eine gescheite Facheinteilung. Hier das Netzteil können wir rausnehmen, können das jemandem zuwerfen und können losrennen. Hier spielen wir mal das Spielchen. Ich packe meinen sinnvoll Case und ich nehme mit. So, auf einer Baustelle, was kann uns zuerst gefährlich werden? Kreissäge oder irgendwas in der Art? Tourniquet. Ich packe ein Tourniquet ein. Witzig wäre, zweithäufigste Todesursache gleich nach dem Verbluten. Okay. Unterkühlung, also packe ich rein eine Rettungsdecke. Eine Tür weiter packe ich rein eine Traumabandage, die kennt ihr. Und ich packe rein komprimierte Gase. So. Von dem gutbürgerlichen, guten Haufen, den packe ich hier oben rein. Witzigerweise ist der hier drin in dieser Box sogar entsprechend geschützt. Pflasterkits oder Pflastersets, diese beiden, packe ich ebenfalls hier rein. Komm und geh pressen. Packe ich hier an der Seite rein. Wer denn unbedingt mag, kann da auch das Verbandtuch reinlegen. Und die Ziploc-Beutel, gerade wenn jemand ins Krankenhaus muss und ihr irgendwas braucht, wo ihr die persönlichen Sachen oder so drin unterbringen müsst, dann wäre so ein Ziploc-Beutel oder zwei oder drei durchaus ganz witzig. Gedacht bei den Kit für Betriebe ist es, falls es dazu kommt, dass sich jemand irgendwen oder irgendwas unweigerlich abtrennt. So. Schwarze Schere macht wenig Sinn. Ich tausche
gegen eine mit Rotic Riff. Und ich packe hier sogar noch dazu ein, was ist das Ding hier, eine Splitterpinzette, die ich gerade so eifrig beklatscht und besungen habe. Jetzt mache ich hier die fachliche Tür zu und habe ein Kit. Vor allem das hier kann ja auch aus der Hand fallen. Das ist ein Stunt, den würde ich mit dem Plastikkasten nicht probieren. Ich habe das mal mit einem Plastikkasten mit einem ähnlichen gehabt. Ach ja, ich habe noch was vergessen. Furchtbar. Dreiecktuch, und zwar ein Baumwolldreiecktuch. Kann ich da noch mit drauflegen. Tschüssli Müsli aus die Mausti. Wasserdicht verpackt. Ist luftverlassbar, also auch im Flugzeug. So mit einem eigenen Ventil für Druckausgleich und so weiter und so fort. Das ist schon richtig geil. Den hier habe ich noch vergessen. Den packe ich zur Feier des Tages. Nehme es Tarnakit. So, und wo ihr tragende Teile von dem Geraffel findet, packe ich unten in die Videobeschreibung. Das war also relativ kurz und schmerzlos. Das DIN-Kit nach DIN 13157C. Und sowas ähnliches hat ein Kunde von mir mehrfach bestellt. Das ist eine Firma, die Photovoltaikanlagen aufbaut. Und deren Monteure sind auch durchaus mal in Gegenden unterwegs, wo der Rettungswagen definitiv länger als 8 Minuten braucht. Und da ist das Kit ziemlich genau so gepackt. So, meine Damen und Herren, ich hoffe, ich habe ein wenig Licht ins Dunkel bringen können. Mir war es wie immer ein inneres Blümchen pflücken. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt und es noch nicht getan habt, dürft ihr den Kanal gerne abonnieren. Ihr dürft dem ganzen Video ein Like dalassen. Ihr dürft dieses Video aber auch teilen. Auch das ist keine schwere Straftat. Meine Damen und Herren, mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks. Woohoo!